Beginnen wir mit dem Namen Gottes, des Erbarmers, des Gnädigen. Und ich erinnere zuerst mich und dann euch daran, die aufrichtige Absicht für Allah im Herzen zu fassen. Nehmt bitte mit aufrichtiger Absicht für Allah an diesem islamischen Unterricht teil. Heute sprechen wir über den guten Charakter Husnul Khuluq. Allah, der Erhabene, sagt zu seinem auserwählten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. Das bedeutet, du hast einen noblen Charakter, o Muhammad. Allah, der Erhabene, lobt seinen Prophet Muhammad mit dieser großartigen, nützlichen und segensreichen Eigenschaft, dem guten Charakter. Denn mit dem guten Charakter werden die Schwierigkeiten überwunden. Das Ferne kommt näher und damit werden die Probleme gelöst. Der gute Charakter stärkt die Liebe und Zuneigung der Muslime untereinander. Mit dem guten Charakter wird der Nichtmuslim näher zum Islam gebracht. Mit dem guten Charakter bringst du den Nichtmuslim näher zum Islam. Der gute Charakter ist eine großartige und segensreiche Eigenschaft. Was ist die Bedeutung des guten Charakters? Dass du gütig zu anderen bist, dass du andere nicht verletzt, dass du demjenigen gibst, der dir etwas verwehrt hat, dass du den Kontakt zu demjenigen aufrecht erhältst, der ihn zu dir abgebrochen hat, dass du demjenigen verzeihst, der dir Unrecht getan hat, dass du das Gute mit Besserem vergeltest und dass du das Schlechte mit Gutem vergeltest. Der andere hat dir Schlechtes getan, du tust ihm aber etwas Gutes. Das ist eher eine, grob zusammengefasst der gute Charakter, die Bedeutung davon. Allah Ta'ala sagt also zu seinem geehrten Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. Das bedeutet, du bist von großartigem Charakter, o Muhammad. Was haben die Gelehrten über den Charakter unseres geehrten Propheten Muhammad gesagt? Sie haben gesagt, alles Gute, was der Koran befiehlt und nahelegt, gehört zum Charakter unseres geehrten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der geehrte Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war mit seinem Charakter, seiner großen Geduld, seiner Intelligenz, seiner großen Barmherzigkeit und seinem Mitgefühl für die Diener Gottes der Grund dafür, dass sehr viele den Islam angenommen haben. Wir sollten alle unseren Charakter verbessern und den Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wasallam nachahmen und gemäß den Geboten des Koran handeln. Denn der Koran befiehlt uns, einen guten Charakter zu haben und befiehlt uns, unseren Charakter zu verbessern. Der geehrte Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: "Laysa shay'un asqala fil mizan min husnil khuluq." Überliefert von Abu Bakr al-Al. Was ist die Bedeutung von diesem Hadith? Die Bedeutung ist, dass der gute Charakter sehr gewichtig ist auf der Waage, das heißt auf der Waage im Jenseits. Das bedeutet, der gute Charakter, den der Islam nahelegt, hat eine große und hohe Stellung in der islamischen Religion. Die Bedeutung des Hadith ist nicht, dass der gute Charakter besser als der islamische Glaube wäre, nein. Oder dass er besser als die 5 Pflichtgebete wäre? Nein. Oder dass er besser wäre als die Pflichten? Auch nicht. Vielmehr wird einem der gute Charakter damit nahegelegt und der gute Charakter wird gelobt. Der geehrte Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: "Ma kana ar-rifqu fi shay'in illa zanah, wa ma kana al-'unfu fi shay'in illa shanah." Das bedeutet: Die Milde verschönert jede Angelegenheit, in der sie angewandt wird. Und die Aggressivität macht das Gegenteil davon. Eine sanftmütige Person ist jemand, der sich nicht provozieren lässt und von der Wut nicht zu unweisen Taten führen lässt, sondern der sich unter Kontrolle hat. Wenn er verletzt wird, wenn er beleidigt wird, wenn er provoziert wird, wenn er beleidigt wird, dann lässt er sich nicht provozieren. Das erfordert Selbstdisziplin, Selbstüberwindung und Selbstbeherrschung. Wenn man sich an den guten Charakter gewöhnt, dann ist es leicht für die Person. Denn diese Person denkt an den hohen Lohn von Allah und denkt an die hohen Plätze im Paradies und im Jenseits. Diese Person wird viel gewinnen, wenn sie sich den guten Charakter angewöhnt.
denn sie ahmt den Propheten damit nach. Sie gehört zu denjenigen, die im Hadith gelobt wurden. Wenn man so denkt, dann ist man ein Gewinner. Wenn man aber so denkt wie die Menschen, die der Welt hinterherrennen, und wenn man dann Vergeltung für sich selbst nehmen will und sich rächen will, dann schweigt man nicht, wenn einem ein schlechtes Wort gesagt wird. Dann antwortet man auf ein Wort mit 10 Wörtern und auf 10 Wörtern mit 20 Wörtern und auf 50 Wörter mit 100 Wörtern. Dann antwortet man auf ein Rempeln mit einem Bockschlag und auf einen Bockschlag mit einer Kugel. So ist die Angelegenheit. Ja? Das gehört nicht zu den Angewohnheiten der Propheten. Diese Angelegenheit gehört absolut nicht zu den Gewohnheiten der Propheten, liebe Brüder und Schwestern. Deswegen, der Muslim achtet darauf, dass er zu denen gehört, die den Propheten nachahmen. Er achtet darauf, dass er zu denen gehört, die den richtigen Weg gehen. Nicht zu denen, die den Weg der Unwissenden gehen, die den Weg derjenigen gehen, die Rache nehmen wollen oder die Vergeltung nehmen wollen oder die Grenzen der islamischen Religion überschreiten. Achtet darauf, barakallahu fikum. Gewöhnt euch den guten Charakter an und ihr werdet zu den Gewinnern gehören. Ihr werdet zu denen gehören, die bei Allahu ta'ala einen hohen Platz haben, einen hohen Stellenwert haben und die von Allah sehr viel Belohnung bekommen. Also, wir müssen uns den guten Charakter angewöhnen. Dann werden wir auf so ein Rempeln nicht mit einem Bockschlag antworten. Dann werden wir, wenn wir mal ein schlechtes Wort gesagt bekommen, dann werden wir nicht mit einer, dann werden wir darauf nicht mit einer verbalen Verletzung der anderen Seite antworten. Diese Angelegenheit sollten wir beachten, barakallahu. Der Prophet Muhammad alayhi salatu wassalam, er lehrt uns, dass die Person, die den guten Charakter aufweist, eine große Belohnung von Allah bekommt. Und die Belohnung dafür wird im Jenseits sehr gewichtig auf der Waage sein, insha'Allah ta'ala. Also gewöhnt euch den guten Charakter an, barakallahu fikum. Wie gesagt, damit kommt das Ferne näher und damit werden die Probleme gelöst und so ein Nicht-Muslim wird näher zum Islam gebracht. Dieses jene führt dazu, dass nicht nur du, sondern auch andere sehr viel Nutzen habt davon. Der Prophet Muhammad alayhi salatu wassalam war von großem Charakter. Allahu ta'ala lobt ihn im edlen Koran für diese Angelegenheit. Der Prophet Muhammad alayhi salatu wassalam, wenn er sagt, das ist etwas Gutes, dann ist es etwas Gutes. Da sollte man nicht sagen, ja, das hat der Prophet gesagt, aber ich kann das nicht machen. Ja, wenn du das nicht machst, wohin wird dich das führen? Nicht zum Erfolg. Das wird dich in die andere Richtung führen. Also wenn du hörst, der Prophet Muhammad alayhi salatu wassalam hat das und das beigebracht, dann nimm das an, dann setze das um. Wenn der Prophet sagt, die Milde ist eine schöne Angelegenheit, dann halte dich daran. Und wenn der Prophet sagt, die Aggressivität ist keine gute Angelegenheit, dann nimm davon Abstand. Du musst dich beherrschen, du musst dich überwinden, um an die hohen Plätze im Jenseits zu kommen. Mit Faulheit kommst du nicht dran. Also gehöre zu denen, die vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelobt werden. Schweige, auch wenn jemand dir mal etwas Schlechtes sagt. Schweige, tu so, als hättest du ihn nicht gehört. Auch wenn jemand dich mal anrempeln sollte. Tu so, als wäre nichts passiert. Was ist dann, wenn er dich angerempelt hat? Na und? Die Propheten wurden geschlagen, die Heiligen und die Rechtschaffenen auch. Aber sie haben Bescheidenheit gezeigt. Dass man seinen Charakter verbessert, ist eine wichtige Angelegenheit. Das bedeutet aber nicht, dass man schwach wäre, wenn man seinen Charakter verbessert. Wenn man keine Rache nimmt und keine Vergeltung, sondern verzeihend ist. Das bedeutet nicht, dass man schwach wäre. Wenn man sich selbst beherrscht und überwindet, dann bedeutet das nicht, dass man gedemütigt ist. Vielmehr zeigt das Stärke. Stärke und Durchhaltevermögen. Und das ist etwas, was nicht jeder Mensch kann. Es kann sein, dass du jemanden, der körperlich dir überlegen ist und der zu den Starken gehört, mit deiner starken Geduld und mit deiner großen Ausdauer,
und mit deinem guten Charakter besiegst. Er hat Muskeln, vielleicht die bis zu seiner Schädeldecke ragen. Ja, so große Muskeln hat er. Aber du bist stärker als er, weil du ihn mit deinem guten Charakter besiegt hast. Er gibt vielleicht nach einer Minute auf und du bist standhaft und geduldig. Du bist der Stärkere. Selbst wenn seine Muskeln, wie gesagt, so groß wären, dass sie bis zu seiner Schädeldecke ragen. Ja, du hast ihn mit deinem guten Charakter besiegt. Vielleicht bricht er die Wand, wenn er dagegen schlägt. Aber du besiegst ihn mit deinem guten Charakter, also bist du der Stärkere. Ja, es gibt diese Menschen, ja, also entscheidend ist nicht, wie viel Muskelmasse man hat, sondern entscheidend ist, wie geduldig man ist und wie stark der Charakter ist. Ja. Und auch nicht, wie viele Leute man um einen herum hat. Sowas tun auch die Ungerechten, sowas tun auch Nichtgläubige, sowas haben die Tyrannen auch gemacht. Und törichte Menschen, die kaufen sich andere, ja, und lassen sie um sich herum. Ja, das ist nicht entscheidend. Aber kann sich jeder überwinden und beherrschen und geduldig sein und den guten Charakter zeigen? Nein. Hat jeder Selbstdisziplin? Nein. Schafft es jeder, sich an die Verzeihung und Versöhnung zu gewöhnen? Nein. Wer ist also der Stärkere? Ein Mensch mit gutem Charakter. Ein Sanftmütiger. Wer ist der Sanftmütige? Das ist derjenige, der sich vom Zorn nicht zu den Sünden verleiten lässt, der sich nicht provozieren lässt. Wenn du dich aber provozieren lässt und deinem Zorn nachgehst und dich rächst, dann wird es sein, dass du vielleicht schlägst oder beschimpfst oder tötest. Wenn du beschimpft wirst, dann wirst du auch beschimpfen oder schlagen oder töten. Dann wirst du selbst dadurch zugrunde gehen und andere gehen auch dadurch zugrunde. Deine Familie, deine Eltern und so weiter. Und vielleicht wird auch deine Familie in einem sehr, sehr schwierigen Zustand leben. Auf Flucht und hier und da und neue Identität und was weiß ich was. Wer ist also der Stärkere? Ein Mensch mit gutem Charakter. Ein Mensch mit einem guten Umgang. Der geehrte Prophet Muhammad alayhi salatu wassalam sagte: "Laysa ash-shadidu alladhi yaghlibu an-nas, walakin ash-shadida man ghalaba nafsa." Der Starke ist nicht derjenige, der die Menschen bezwingt, sondern vielmehr ist der Starke derjenige, der sich selbst beherrscht. Überliefert von Ibn Hibban. Und der geehrte Prophet Muhammad alayhi salatu wassalam sagte auch: "Man kazama ghayran wa huwa qadirun ala an yunfizahu." Wer seine Wut unterdrückt, obwohl er in der Lage ist, diese in die Tat umzusetzen. "Da'ahu Allah subhanahu ala ru'usil khala'iq yawm al-qiyamah, hatta yukhayyirahu min al-hur ma sha'." Dem wird Allah am Tag des jüngsten Gerichts einen besonderen Rang geben und ihm die Wahl geben, so viele Frauen des Paradieses sich auszusuchen, wie er will. Das bedeutet, er hat eine hohe Position und einen hohen Status. Wie hat er das gewonnen? Wie hat er das bekommen? Indem er sich beherrscht hat, überwunden hat, sich nicht gerecht hat, keine Vergeltung gemacht hat, sondern verzeihend war. Hör genau zu. Wenn du über diese Bedeutungen dir bewusst bist, dann wirst du dich bessern. Und dann gewinnst du, insha'Allah ta'ala, an gutem Charakter. Wenn du aber so denkst, wie die Menschen mit schwacher Denkweise, die der Welt hinterherrennen, wenn du aber so denkst, wie die Menschen mit kranker Denkweise, die der Welt hinterherrennen, wenn du aber so denkst, wie die Menschen mit zerstörerischer Denkweise, dann wirst du nicht schweigen. Dann wirst du nicht geduldig sein. Dann wirst du einen Charakter haben, der kein guter Charakter ist, und du wirst deinen Charakter nicht verbessern, wenn du so denkst wie diese Menschen. Dein einziges Denken wird sein, wie du dich an andere Menschen rächst. Das ist dein einziges Denken. Und das ist nicht das, wozu uns der Koran auffordert. Vielmehr ist es das, wozu diese Menschen, die nicht den Weg der Propheten gehen, auffordern. Wozu uns der Koran auffordert und was der Koran uns befiehlt, ist folgende Ayah. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Und diejenigen, die den Zorn unterdrücken und den Menschen verzeihen, und Allah liebt die, die Gutes tun. Liebe Brüder und Schwestern, seine Wut unterdrücken und verzeihend sein, ist eine Angelegenheit, die Allah liebt. Und man gehört zu den geliebten Menschen von Allah.
Ja, wer von uns wünscht sich nicht, zu den von Allah geliebten Menschen zu gehören? Wir alle wünschen und lieben es, zu den von Allah geliebten Menschen zu gehören. Also halte dich an diese Ayah. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Und diejenigen, die die Wut unterdrücken und den Menschen verzeihen. Und Allah liebt die, die Gutes tun. Das bedeutet, wenn du den Menschen verzeihst, obwohl du fähig bist, Rache zu nehmen, dann ist es eine gute Tat, eine Wohltat. Damit hast du Besonderheiten gewonnen, ja, und du erlangst damit die hohen Stufen im Jenseits. Wir sollten so denken und wir sollten auch nachdenken, um uns zu verbessern, um disziplinierter zu sein und uns den guten Charakter der Propheten, der Heiligen und der gerechten Menschen anzugewöhnen. Man sollte nicht denken, was werden die Leute über mich sagen? Was wird meine Familie über mich sagen? Jetzt werden die Leute sagen, ich wäre ein Feigling. Überlege, wie dein Zustand am Tag der Abrechnung sein wird. Denke an dein Grab. Wer wird mit dir im Grab sein? Deine Taten, deine Familie nicht. Diese falschen Freunde auch nicht, die dir beim Schlechten und Falschen applaudieren. Sie werden nicht mit dir sein, wenn du in deinem Grab bist. Die schlechten Freunde, sie werden, wenn überhaupt, dich zum Grabe tragen und dann während der Beerdigung vielleicht noch über weltliches sprechen. Während du beerdigt wirst, werden sie über weltliche Dinge sprechen. Das sehen wir doch alle. Ja? Sie tragen ihren Freund zum Grab, er wird gerade beerdigt, das Grab wird zugemacht und sie, was machen sie? Ja, was machst du gleich, wohin gehst du, was machst du morgen, wie läuft das Geschäft und so weiter. Und der Freund wird gerade beerdigt. Sie werden nicht mit dir im Grab sein und sie werden dich im Jenseits auch nicht verteidigen können. Nimm dich vor, diesen Menschen in Acht. Diese falschen Freunde sind viele. Aber die Personen, die aus Gottesfurcht weinen, um dich vor dem Unheil dieser Welt und der Bestrafung im Jenseits zu bewahren, diese sind wenige. Halte an ihnen ganz gut fest, damit du in dieser Welt und im Jenseits zu den Gewinnern gehörst. Denk nicht wie die Menschen, die der Welt nachrennen, ja, die nur oberflächlich denken. All die Ungerechten, was hat die Welt für sie getan? Was haben sie mitgenommen außer ihre Taten? Was hat ihnen ihre Ungerechtigkeit gebracht? Nur Bedauern. Und sie verdienen die Bestrafung von Allah. Lass dich nicht von den paar Leuten um dich herum täuschen. Diese Leute, die Leute vor dir hatten ganze Armeen. Wo sind sie? Wo ist ihre Armee? Sind alle tot. Lass dich nicht von deinem Vermögen täuschen. Die Leute vor dir, die hatten ganze Schätze, ganze Reichtümer. Lass dich von deinem Besitz nicht täuschen. Wo sind ihre Armeen und wo sind ihre Gelder und ihr Vermögen? Was ist aus ihnen geworden? Sie haben das alles zurückgelassen. Das Geld zurückgelassen, die Armee ist tot, diese Menschen sind tot. Das Geld wurde dann von Menschen auf leichte Schulter genommen. Was hat ihr Geld für sie getan? Und was haben ihre Anhänger für sie getan? Nichts. Sie liefen der Ungerechtigkeit hinterher und eine Ungerechtigkeit nach der anderen. Aber die Ungerechtigkeit führt zur Finsternis am Tag des jüngsten Gerichts. Unser geehrter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Ittaqu al-Zulm, fa inna al-Zulma zulumatu yawm al-Qiyamah. Hütet euch vor der Ungerechtigkeit, denn die Ungerechtigkeit wird am Tag der Auferstehung Finsternis sein. Denkt nicht wie die Menschen der Welt, so wie die Menschen, die der Welt hinterherrennen, denken. Denkt nicht so wie diese Menschen. Was ist die Denkweise der großen Persönlichkeiten, der Propheten, der Heiligen und der Rechtschaffenen? Diese Ayah. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Und diejenigen, die den Zorn unterdrücken und den Menschen verzeihen, und Allah liebt die, die Gutes tun. Das ist der Koran. Und das ist der Charakter der Propheten. Das ist der Charakter der Großen. Einige werden als große Persönlichkeiten gezählt, wobei sie das Gebet unterlassen. Oder Drogen konsumieren, oder Zina begehen, oder ungerecht sind, oder klauen, oder rauben, oder die Pflichten unterlassen, oder die Sünden begehen. Das sind keine großen Persönlichkeiten.
Die großen Persönlichkeiten sind die Propheten, die Heiligen und die Rechtschaffenen. Man ist eine große Persönlichkeit, wenn man Allah fürchtet. Man sollte Allahu Ta'ala fürchten. Wenn du Allah fürchtest, dann bist du eine große Persönlichkeit. Man sollte eine Hilfe für die Muslime sein, gegen den Teufel. Und nicht eine Hilfe für den Teufel gegen die Muslime. Merk dir, du hast drei Feinde. Deinen inneren Trieb, der das Schlechte von dir verlangt. Und der schlechte Freund und der Teufel. Das sind deine drei Feinde. Einige sagen, der Teufel hat mich zur Sünde gebracht. Der Teufel hat dich nicht mit einem Seil festgebunden und dich dahin gezogen. Und er hat dich auch nicht mit dem Schwert bedroht. Du hast es gemacht. Er hat es dir eingeflüstert und du hast Bereitschaft. Ja? Der Teufel ist nicht immer der Grund dafür, dass man Sünden begeht, sondern die Person hat Bereitschaft, die Sünde zu begehen. Einige werden zu den Sünden geleitet. Ja? Sina, Alkohol, Drogen und so weiter. Und dann gehen sie vor demjenigen, der eingeladen hat. Warum? Sie haben Bereitschaft, diese Sünden zu begehen. Manchmal flüstert der Teufel einem ein, eine Sünde zu begehen. Manchmal der schlechte Freund. Und diese Person, die dann dazu aufgefordert wird, eingeladen wird, die zeigt Bereitschaft und eilt zu der Sünde. Also nicht immer ist der Scheitan derjenige, der einen zu der Sünde verleitet. Du bist ein Held und du bist intelligent, wenn du all diese drei Feinde besiegst. Also der Intelligente und der Held ist derjenige, der all diese Feinde besiegt. Der innere Trieb, der zum Schlechten auffordert, der schlechte Freund und der Scheitan. Der innere Trieb, der zum Schlechten auffordert, muss behandelt werden. Lass dich nicht zu den Sünden verleiten, zum Nichtbeten, wegen einem Ausflug oder irgendetwas. Die meisten beten nicht. Die meisten beten nicht. Ja, wenn ich sage, die meisten beten nicht, dann übertreibe ich nicht. Und viele von denen, die beten, beten nicht, wenn sie einen Ausflug machen oder wenn sie auf eine Hochzeit eingeladen sind. Nichts in dieser Welt verdient es, dass man deswegen ein Pflichtgebet unterlässt. Auch dann nicht, wenn die Berge auf uns einstürzen würden. Ein Pflichtgebet zu unterlassen ist schlimmer, als wenn man auf einmal alle geliebten Personen und sein ganzes Geld verlieren würde. Das Nichtbeten wäre schlimmer. Der Prophet Muhammad a.s. vergleicht denjenigen, der ein Pflichtgebet unterlässt, mit demjenigen, der seine ganze Familie und sein ganzes Vermögen auf einmal verliert. Ein Pflichtgebet zu unterlassen ist schlimmer. Denn wenn du all dieses auf einmal verlieren würdest, deine ganze Familie und dein ganzes Vermögen, und du würdest dieses geduldig ertragen, dann erhältst du die Belohnung von Allah dafür. Aber wenn du ein Pflichtgebet unterlässt, dann bist du ein großsündiger Muslim, hast dir selbst Unrecht getan, bist nahe zum Unglauben und es wird befürchtet, dass du ein schlechtes Ende hast. Wenn man ein Pflichtgebet unterlassen würde, würde man die Bestrafung von Allah verdienen. Wie ist es dann, wenn man einen ganzen Tag lang nicht betet oder eine Woche lang oder einen Monat oder ein Jahr? Einige haben jahrelang nicht gebetet. Einige beten nur zweimal im Jahr, das Festgebet. Einige beten nur einmal die Woche, das Freitagsgebet. Einige beten nicht, weil sie Fußball spielen oder Fußball gucken. Oder einige beten nicht, weil sie im Krankenhaus liegen. Oder einige beten nicht, weil sie zum Beispiel Untersuchungen haben beim Arzt und so weiter. Einige beten nicht, weil sie gerade einkaufen und shoppen. Einige beten nicht, weil sie auf Reise sind. Wenn du auf einer weiten Reise bist, dann musst du das Gebet trotzdem verrichten. Du kannst die Gebete vorziehen oder aufschieben. Also Taqdim oder Ta'khir. Und du betest zwei Gebete in einer Gebetszeit. Das Mittagsgebet und das Nachmittagsgebet betest du in einer Gebetszeit. Entweder in der Mittagsgebetszeit oder in der Nachmittagsgebetszeit. Und das Abendgebet und das Nachtgebet betest du in einer Gebetszeit. Entweder in der Abendgebetszeit oder in der Nachtgebetszeit. Und die Gebete mit vier Raka'at, mit vier Gebetseinheiten, verkürzt du auf zwei. Unterlasse das Gebet nicht wegen der Reise. Ob das jetzt außerhalb Deutschland ist oder innerhalb von Deutschland, solange es eine weite
erlaubte Reise ist, unterlasse das Gebet nicht. Du darfst die Gebete zusammenbeten, vorziehen oder aufschieben. Ja? Und du darfst die Gebete mit 4 Gebetseinheiten verkürzen. Einige unterlassen die Gebete, während sie auf der Reise zur Pilgerfahrt sind. Diese Menschen wurden gesehen, während sie das Gebet unterlassen und sie sind gerade auf dem Weg. Wohin? Zur Pilgerfahrt. Wenn jemand auf der Reise zur Pilgerfahrt ist und das Pflichtgebet unterlässt, dann ist er wie jemand, der eine ganze Stadt zerstört, um ein Schloss zu erbauen. Du gehst eine Pflicht ausführen, aber unterlässt eine viel wichtigere Pflicht. Er geht die Pilgerfahrt ausführen, unterlässt aber das Gebet. Hier ist der Nutzen größer oder der Schaden? Der Schaden ist größer hier. Denk wie die Propheten, denk wie die Heiligen, denk wie die Rechtschaffenen, dann wirst du gewinnen. Unterlasse das Gebet nicht. Und unterdrücke deine Wut. Wenn du deine Wut unterdrückst und verzeihend bist, dann bist du stark. Und dann gehörst du zu denen, die Allah gelobt hat. Manchmal ist es so, dass wenn man auf Provokationen anderer nicht eingeht, dann wird man von einigen Menschen als feiger Mensch bezeichnet. Sie verlangen von einem, dass man den anderen schlägt oder beschimpft. Wenn du beschimpft wirst, dann ist es islamisch-rechtlich besser, dem anderen zu verzeihen und ihm nicht mal mit Gleichen zu antworten. Das wäre besser. Einmal, hört euch mal diese Begebenheit an. Einmal war Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu in einer Sitzung mit dem Propheten Muhammad alayhi salatu wassalam. Dann kam ein Mann und griff Abu Bakr mündlich an. Er hat ihn mit Wörtern angegriffen. Abu Bakr schwieg zuerst und hat nichts gesagt. Der andere machte weiter. Abu Bakr wollte ihn dann zum Schweigen bringen. Als Abu Bakr das gemacht hat, ist der Prophet aufgestanden und ist weggegangen. Das bedeutet, dass man nicht darauf eingeht, ist besser. Dass man nicht auf diese Provokation eingeht, das ist besser. Verzeihend sein ist besser. Wut unterdrücken ist besser. Im Islam darfst du eine Beschimpfung nicht immer mit Gleichem begegnen. Du darfst auf eine Beschimpfung nicht immer mit Gleichem antworten. Nur in einigen Fällen. Wenn jemand zum Beispiel zu dir sagt, ja, Khabith, und dass man ihm verzeiht. Wenn jemand dich beschimpft, dann gebe ihm einen Rat. Sag ihm, tu dir selbst kein Unrecht. Sündige Allah nicht. Denk daran, die Engel schreiben gerade auf, was du sagst. Hier ein wichtiger Hinweis und eine wichtige Warnung. Wenn jemand dich beschimpft, dann darfst du seine Mutter oder seine Schwester oder seinen Vater oder seine Tochter nicht beschimpfen. Er hat dir zwar Unrecht getan, er hat damit angefangen, er hat mit Unrecht angefangen, aber das bedeutet nicht, dass du auch ungerecht werden darfst. Vorsicht! Wenn er deine Schwester beschimpft, heißt es nicht, dass du ihm seine Schwester zurückbeschimpfen darfst. Vorsicht! Wenn jemand als Ibn Zaniya beschimpft wird, also als Sohn einer Prostituierten, dann hat er eine Sünde begangen. Ja? Der mit dieser Beschimpfung angefangen hat, der hat eine Sünde begangen. Dann ist es der anderen Seite nicht erlaubt, ihn mit Gleichem zu beschimpfen und zu sagen, deine Mutter ist die Prostituierte. Das ist nicht erlaubt, ja? Auch wenn der andere damit angefangen hat. Und wer es erlaubt, wer es für erlaubt erklärt, dass man hier dem anderen mit Gleichem antwortet und die Mutter von ihm beschimpft oder seine Schwester beschimpft und so weiter, dieser begeht Unglauben. Dieser fällt damit vom Islam ab. Er muss davon sich entsagen und die Schahada sagen, um wieder Muslim zu werden. Er hat mit dem Unrecht angefangen. Du darfst nicht mit dem Unrecht antworten. Wer sagt, doch, ich darf das, der widerspricht dem Islam. Was hat seine Mutter damit zu tun? Damit erklärt man das Verbotene für erlaubt. Vorsicht! Wehe dir vor dem Qasif. Das gehört zu den großen Sünden. Was bedeutet Qasif? Dieser geschieht, indem du einen Muslim ohne ausreichenden Beweis des verbotenen Geschlechtsverkehrs oder was dem ähnelt, bezichtigen würdest, dass du sagst, der ist ein Zani oder sie ist eine Zaniya, yani jemand, der verbotenen Geschlechtsverkehr begeht. Viele Menschen gehen in dieser heutigen Zeit leichtfertig damit um. Was machen sie? Bezichtigen einen Muslim oder eine Muslime mit dem Zina oder mit dem verbotenen Geschlechtsverkehr oder mit dem Analverkehr und sagen, jene oder jener begeht Zina
Oder die Mutter von jenem begeht Zina. Oder die Schwester von jenem begeht Zina. Sie sagen das auf eine andere Art und Weise. Aber ihr wisst, was damit gemeint ist. Ja? Und so weiter. Ja, sogar kann man heute kaum eine Straße passieren, ohne solche hässlichen und scheußlichen Wörter zu hören. Imam Muslim überlieferte, dass der geehrte Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, اجتنبوا السبع الموبقات, haltet euch von den sieben Sünden, die zu großem Verlust im Jenseits führen. Haltet euch davon fern. Er sagte, وقذف المؤمنات المحصنات الغافلات. Zu diesen sieben Sünden zählte der Prophet Muhammad alaihi salatu wasalam unter anderem auf die Muslime, die den verbotenen Geschlechtsverkehr oder ähnliches nicht begehen, dessen zu bezichtigen. Das nennt man Qazif. Also in diesem Fall darfst du nicht mit Gleichem antworten. Wenn du gesagt hättest, ich verzeihe dir für Allah, dann wäre es besser. Und du hättest den Lohn von Allah dafür erhalten. Subhanallah. Andere, es gibt Menschen, subhanallah, die töten, nur weil sie beschimpft wurden. Was passiert dann? Im Gefängnis landen sie. Und wenn sie aus dem Gefängnis rauskommen, dann Psyche kaputt, ja, ein ganz anderer Mensch, kaputter Mensch, Seele ist kaputt, Herz ist kaputt, angeschlagener Mensch, die Familie ist kaputt, in großer Gefahr und so weiter. Unterdrücke deine Wut, sei verzeihend. Das ist etwas, was Allah liebt und gelobt hat. Verzeihend zu sein ist besser, selbst mit Nichtmuslimen. Wie groß war der Schaden der Nichtmuslime gegenüber dem Prophet Muhammad und seiner Gefährten? Großer Schaden haben sie ihnen zugefügt. Großen Schaden. Sie haben sie verletzt. Sie haben einige Gefährte gefoltert. Sie haben sie getötet. Sie haben sie beschimpft. Sie haben sie geschlagen, gefangen genommen und so weiter. Einmal hat man versucht, den Prophet Muhammad zu erwürgen, als er bei der Kaaba am Beten war. Sie warfen die Fruchtblase einer Kamelstute auf seinen Rücken, als er bei der Kaaba im Gebet war. Man warf Erde auf den Rücken des Propheten Muhammad alaihi salatu wassalam, als er bei der Kaaba am Beten war. Seine Zähne wurden gebrochen und er wurde am Kopf verletzt. Man bewarf ihn mit Steinen, so dass er geblutet hat. Sie beschimpften ihn. Sie bezeichneten ihn als Zauberer, als Geistesgestörter und so weiter. Sie beschimpften den Koran. Sie hinderten ihn daran, die Kaaba aufzusuchen. Sie hinderten die Menschen am Islam. Sie haben die Menschen daran gehindert, den Islam anzunehmen. So dass die Muslime dann ausgewandert sind. Und diese Nichtmuslime haben den Propheten aus Mekka herausgeführt. Er ist aber auf Befehl Gottes ausgewandert. Ja, es war keine feige Flucht. Er kehrte dann im 8. Jahr nach der Auswanderung mit einer großen Armee zurück. 10.000 Menschen waren in dieser Armee. Und wie hat er sie behandelt? Hat er sie auch gleich behandelt? Nein. Er sagte, مَا سَتَظُنُّونَ أَنِّي فَاعِلٌ بِكُمْ. Was denkt ihr, werde ich mit euch machen? Sie sagten, أَخٌ كَرِيمٌ وَابْنُ أَخٍ كَرِيمٌ. Du bist ein großzügiger Bruder und ein großzügiger Neffe. Er sagte, اِذْهَبُوا. Geht. فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء. Ihr seid freie Menschen. Er hat ihnen verziehen, obwohl er in der Lage war, Rache zu nehmen. Dies war der Grund dafür, dass die meisten von ihnen dann den Islam angenommen haben. Tausende haben den Islam angenommen. Er zeigte einen besseren Umgang als sie. Denkt an Yusuf. Was haben die Brüder von Yusuf mit ihm gemacht? Was haben die Brüder von Yusuf mit seinem Vater gemacht? Sie haben ihren Bruder Yusuf geschlagen, sie haben ihn beschimpft, sie haben ihn in den Brunnen geworfen. Als er auf dem Weg nach Ägypten war, sie waren unverschämt zu ihrem Vater, der ein Prophet war. Sie trennten Yusuf von seinem Vater, so dass Jakob aufgrund der Trauer erblindete. Jakob weinte Jahre um Yusuf und sein Herz war sehr gebrochen wegen Yusuf. 40 Jahre lang war er von ihm getrennt. Nach all diesen, was sie ihm und seinem Vater angetan haben, hat er ihnen verziehen, obwohl er sich rächen konnte. Er sagte, La tasriba alaykum al-yawm, yaghfiri Allahu lakum, wa huwa arhamur rahimin. Das bedeutet, ich verzeihe euch. Habt keine Angst, ich werde mich nicht rächen und ich werde euch nicht bestrafen.
Er hat sich nicht gerecht, obwohl er konnte. Er gab ihnen Nahrung, er gab ihnen Kleidung, er ehrte sie und schickte sie zu Jakob zurück nach Palästina. Das ist der Charakter der Großen, die ihre Wut unterdrücken, den Menschen verzeihen und Allah liebt diese Taten, liebe Brüder und Schwestern. So sollten wir sein. Wenn du Allah gehorsam bist, dich selbst und deinen Charakter besserst, dann ist dein Zustand ein guter Zustand bei Allah. Auch wenn die Menschen sagen, feige, der ist abgehauen. Na und? Ihre Aussagen werden nicht beachtet. Fürchte Allah und nimm von diesen Menschen Abstand. Und nimm auch Abstand von dem, was zur Bestrafung im Jenseits führt. Denk daran, der Prophet Muhammad a.s. sagte, إِنَّ الْعَبْدَ لَيَبْلُغُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ. Wer im Besitz des guten Charakters ist, hat einen hohen Rang. Dadurch erreicht er den Rang desjenigen, der die empfohlenen nächtlichen Gebete verrichtet und tagsüber fastet. Schau mal, er erreicht diesen Rang mit seinem guten Charakter. Obwohl er verrichtet die Pflichten und unterlässt die Sünden, aber er betet nicht viele Gebete freiwillig. Er fastet nicht viele Tage freiwillig. Aber was hat er? Einen guten Charakter. Er erreicht den Rang desjenigen, der die überwiegenden Tage im Jahr fastet und in der Nacht betet, während die anderen Menschen schlafen. Das heißt, er erreicht den Rang desjenigen, der die nächtlichen Gebete und das empfohlene Fasten nicht unterlässt. Allahu Akbar. Derjenige, der nur wenige Tage nicht fastet, ja, er fastet zu der Pflicht die überwiegenden Tage im Jahr, ja, und er betet in der Nacht, während die Menschen schlafen und der eine schnarcht und der, ja, aber dieser steht auf und betet in der Nacht. Dieser hat einen hohen Rang bei Allah. Und dieser andere, der die Pflichten verrichtet und die Sünden unterlässt, aber nicht so viele freiwillige gute Taten macht, der erreicht den Rang von diesen. Wie? Mit seinem guten Charakter. Er hat ja mit seinem guten Charakter diesen Rang von diesen, der fleißig im Verrichten der guten Taten ist, erreicht. Das ganze Jahr über fastet er und nachts, während die Menschen schlafen, verrichtet er empfohlene Gebete. Aber der andere hat diesen hohen Rang nicht mit den freiwilligen Gebeten und Fasten erreicht, sondern mit seinem guten Charakter. Derjenige, der nur wenige Tage im Jahr nicht fastet und großen Fleiß bei der Verrichtung der guten Taten zeigt, aber der hat keinen guten Charakter. Er ist zwar fleißig, ja, aber er hat keinen guten Charakter. Dieser hat den gleichen Rang wie derjenige, der nur die Pflichtgebete verrichtet, die Sünden unterlässt, aber einen guten Charakter hat. Durch den guten Charakter erreicht man diesen hohen Rang. Gehöre zu denen, die einen guten Charakter haben. Wenn du mit den Menschen sprichst, dann verwende nur die besten Worte. In einem Hadith, der sahih ist, wurden Ahbabullah beschrieben, also die Personen, die von Allah geliebt werden, dass sie aufrichtig zueinander sind und füreinander die besten Worte aussuchen, so wie derjenige, der eine Dattel essen will, die beste aussucht. Er sucht sich die beste aus. Und auch diese Ahbabullah, wenn sie mit anderen sprechen, suchen sie die besten Worte aus. Sei bescheiden, bessere deinen Charakter, sei gnädig und aufrichtig, treu und wahrhaftig. Zeige einen guten Charakter, auch wenn du geschlagen oder beschimpft werden solltest. Nimm keine Rache, sondern verzeihe für Allah. Eröffne keine Accounts hier und da und stell dem bloß und Tonaufnahme hier und Bild da und der hat das gemacht und der hat das gemacht und der hat das gemacht. Holst du dann die ganze Akte hervor? Solche Personen sind ungerechte Personen. Solche Personen sollte man blockieren und sofort melden. Nicht abonnieren, so dass man sofort eine Benachrichtigung bekommt, wenn diese Menschen etwas posten. Fürchtet Allah. Damit stärkt ihr sie doch. Blockt sie und meldet sie sofort. Strebt das Paradies und die Belohnung von Allah an. Weg damit. Was willst du damit? Diese Menschen sind schlechte Menschen. Also gehöre zu denen, die verzeihend sind, die für Allahu Ta'ala verzeihen. Das ist keine Schwäche, sondern Stärke. Damit ist man stärker als jemand, der ganz viel Muskelmasse hat, aber keine Geduld und keinen guten Charakter hat. Wer einen guten Charakter hat und verzeihend ist und sich nicht rächt,
der hat bei Allah einen hohen Stellenwert. Zeige einen guten Charakter mit deinen Mitmenschen, Familie, Fremde, Nachbarn und so weiter. Mit dem guten Charakter bringst du den Nichtmuslim näher zum Islam. Hört euch diese Geschichte an. Ahmad al-Rifa'i, möge Allah ihm gnädig sein. Er ist einer von den Nachkommen des Propheten Muhammad, alayhi salatu wassalam. Er ist ein großes Beispiel für die Bescheidenheit. Er war der beste Heilige in seiner Zeit. Er hatte immenses Wissen. Einmal lief er mit seinen Anhängern. Schaut mal, als er verstarb, nahmen 1,7 Millionen Menschen an dem Totengebet für ihn teil. Allahu Akbar. 1,7 Millionen geschätzt haben an seinem verstorbenen Gebet teilgenommen. Einmal war er unterwegs. Er lief auf eine bescheidene Art und Weise. Plötzlich hielt ihn ein Nichtmuslim an und sagte ihm, ja Sayyid. Er wurde so genannt, weil er zu den Nachkommen des geehrten Propheten Muhammad gehört. Er sagte, dieser Nichtmuslim sagte zu ihm, man afdal, anta amil kalb. Wer ist besser, du oder dieser Hund? Und er zeigte auf einen Hund. Was hätte ein Herrscher gemacht, wenn man ihm dieses gesagt hätte? Dieser große Imam Ahmad al-Rifa'i zeigte große Bescheidenheit und rächte sich nicht. Er sagte, inna jautu ala sirat fa ana khair. Wenn ich die Brücke überquere, dann bin ich besser. Der Nichtmuslim sagte zu ihm, du sprichst so mit mir, trotz dass ich nicht deiner Religion angehöre. Er war erstaunt und verwundert. Er sagte, Wallahi dinuka haq. Ich schwöre bei Allah, deine Religion ist die wahre Religion. Mudda yadaka, strecke deine Hand aus, ich will Muslim werden, denn ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt und ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte von Allah ist. Seine Bescheidenheit war der Grund dafür, dass er den Islam angenommen hat. Wenn du bescheiden bist, dann verlierst du nicht, sondern du gewinnst. Denkt an Zainul Abidin, Ali, Sohn von Al-Hussein, Sohn von Ali, Sohn von Abu Talib, möge Allah ihm gnädig sein. Er war der beste Qurashi in seiner Zeit. Also er war der Beste, der von Quraysh war in seiner Zeit. Eines Tages wurde er von einem Mann beschimpft. Bis dieser Mann genug davon bekam. Dieser Mann hat so lange auf ihn beschimpft, bis er davon genug bekam, dieser, der beschimpft hat. Jedoch reagierte Zainul Abidin nicht drauf. Nachdem der Mann vom Beschimpfen und Demütigen genug hatte, sagte er, Iyaka ani, dich meine ich. Zainul Abidin sagte, Wa anka urdi, und ich sehe von dir ab. Das bedeutet, dies ist eine Verzeihung meinerseits. Ich ignoriere dich und verzeihe dir. Sogar wurde überliefert, dass er sagte, In kunta kama qult, in kuntu kama qult, ghafarallahu li. Das bedeutet, wenn ich so bin, wie du sagst, möge Allah mir vergeben. Wa in lam akun kama qulta, ghafarallahu lak. Und wenn ich nicht so bin, wie du sagst, möge Allah dir vergeben. Obwohl sich um ihn herum Personen befanden, die, wenn er wollte, auf seinen Befehl für ihn Vergeltung genommen hätten. Er fragte ihn dann, brauchst du etwas? Sollen wir dir bei irgendetwas helfen? Subhanallah. Und sogar wurde überliefert, dass er ihm verzieh und Gold schenkte. Dieser, der beschimpft hat, weinte und bereute seine Sünden. Schaut mal, wohin der gute Charakter führt. So handeln die heiligen Diener Gottes. Sie verzeihen und entgegnen mit Gutem. Dies obwohl, schaut mal, dieser Zainul Abidin hatte die Ausstrahlung eines Königs und er hatte eine besondere Schönheit und einen großen Charisma hatte er. Die Menschen ehrten ihn mehr als Könige geehrt wurden, aufgrund seines guten Zustands und seiner großen Schönheit und seiner geehrten Abstammung und seiner großen Ausstrahlung. Trotz diesem begegnete er den Fehler der anderen Person mit Ignorierung, Verzeihung und Wohltat. Subhanallah. Einmal ging ein Mann zu Sheikh Abdullah al-Harari, möge Allah ihm gnädig sein. Er sagte ihm, in jeder Wohnung und in jeder Teestube, in der ich war, habe ich dich beschimpft und ich habe über dich gelästert und die Menschen vor dir gewarnt. Stell dir vor, jemand sagt dir das. Jemand kommt zu dir und sagt dir das. Überall, wo ich war, in den Wohnungen, in den Teestuben,
habe ich vor dir gewarnt. Ich habe über dich gelästert. Ich habe dich beschimpft. Was hättest du gemacht? Der Scheich zeigte Bescheidenheit und sagte, Samahanallahu jami'a. Möge Allah uns allen vergeben. Einmal kam ein bekannter Sänger zum Hadith-Gelehrten Badruddin al-Hassani. Er lebte in Syrien, möge Allah ihm gnädig sein. Er stammte aus Marokko, aber er lebte in Syrien. Und dieser Sheikh Badruddin al-Hassani, er war ursprünglich ein Marokkaner und lebte in Syrien. Einmal ging ein Sänger zu ihm und wollte ihn unbedingt sehen. Die Menschen wurden unruhig und sagten ihm, du willst den großen Hadith-Gelehrten Badruddin al-Hassani treffen? Er sagte, ich möchte ihn sehen. Sie sagten, nein, das kommt nicht in Frage, du wirst ihn nicht sehen. Der Scheich hat davon mitbekommen und kam raus und fragte, was ist los? Man sagte ihm, ein Sänger will dich sehen. Das, bei den Menschen passt das nicht. Sänger und will einen großen Heiligen, einen großen Hadith-Gelehrten treffen. Was sagte dieser Scheich? Er sagte, ich gehe zu ihm raus. Er sagte, ich gehe zu ihm raus. Das ist Bescheidenheit. Und damit wollte er ihm die Reue nahelegen. Er ging zu ihm raus und sagte ihm, Ashjob, das ist so ein Spruch von ihm gewesen. Nur, was ist los? Dieser Sänger sagte, ich will meine Sünden bereuen. Der Scheich sagte ihm, wer hindert dich an der Reue? Wir beide machen die Reue für Allah. Er nahm ihn zu sich und er weinte dann. Und er war dann der Grund dafür, dass dieser Sänger die Reue gemacht hat. Schaut mal, Bescheidenheit, Gnade, Demut. Wenn du siehst, dass ein Mensch eine Sünde begeht, dann zeige absolut keine Schadenfreude. Denn es kann sein, dass Allah ihn davon befreit und dich dann dahin zieht. Wenn er dich dann so sein lässt wie er, wie dieser Sündige, der mal sündig war. Zeige und erleichtere ihm den Weg zur Reue, anstatt Schadenfreude zu zeigen. Stell dir vor, wie es wäre, wenn du an seiner Stelle wärst. Liebe Brüder und Schwestern, wir sind nicht vor Sünden und Fehlern geschützt. Es ist möglich, dass wir auch Sünden begehen. Wenn jemand in ein Loch fällt, dann sollten wir ihm die Hand reichen und nicht auf ihn drauftreten, damit er ertrinkt. Möge Allah uns vergeben und unseren Charakter verbessern. Allahumma amin. Inshallah. Erstmal bis hierhin. Bis bald, inshallah. Passt auf euch auf. Danke, dass ihr dabei wart. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.